Hallo und herzlich willkommen zurück zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Ja, wir haben unsere Schicht gerade begonnen. Wir haben heute Florian 7 zugeteilt gekriegt, und zwar DLK, Drehleiter Korbfahrzeug, schimpft sich dieses gute Teil. Und ja, wir befinden uns aktuell in Tag 9, sind Oberfeuerwehrmann und schauen einfach mal, was uns jetzt erwartet. Ich hoffe mal ein paar heiße Brände. Und ja, wenn er schon im Spiel dabei ist, als Audio-Unterstützung oder als Feuerwehrkollege, da habe ich gedacht, dann lade ich ihn doch gleich mal bei mir ins Let's Play mit ein, und zwar den Randy, den Sachsen-Let's Player. Hallöchen. Der Oberbrandmeister meldet sich. Oberbrandmeister. Sehr nice. So, okay, ja, Randy, du bist ja im Spiel hier mit vertreten, neben noch zwei anderen Let's Playern. Und zwar den Hubi-Fan und den Harald, Garderol. Hätte ich fast Harald Frenkel gesagt, aber der ist ja nur als Puppenform da. Ja, so, und dann schauen wir einfach mal. Ich weiß gar nicht, da habe ich gleich mal die erste Frage. Wie hast du dir, weil du bist ja schon fertig mit dem Spiel, wie hast du dir die Zeit vertrieben bis zum Einsatz? Bis zum Einsatz, nur mal an der Feuerwache, da gibt es etliche Dinger, die du eventuell selber noch nicht ausprobiert hast. Und zwar gibt es ein Achievement bei Steam, das nennt sich volle Fluten oder sowas in der Art. Da musst du alle Duschen und alle Wasserhähne in der Wache einmal aufdrehen. Ernsthaft? Dass du, ja, dass du dieses Achievement kriegst. Oder wenn du im, wenn du hinten einmal, also ins zweite Obergeschoss gehst, da wo dein Bett Deine ist, Absicht. In den Gang hängt irgendwo ein Bild schief. Versuch das Bild mal gerade zu machen. Ich mache jetzt hier gerade alle Wasserhähne auf. Ja, da macht er erstmal alle Wasser. Es gibt ja nicht, es gibt ja bloß oben die Duschen und die Waschbecken und unten bei den Fahrzeugen die Wasserhähne. Die Toiletten, ne? Genau, das durftest du im Spiel gar nicht sehen, weil du erst Steam Overlay deaktiviert hast, aber dann würdest du halt dieses Achievement bekommen. Nee, also Steam Overlay habe ich nicht deaktiviert. Oh, schade, jetzt bin ich auf Einsatz. Da. Entschuldige. Warte. Das hört sich nicht gut an. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein. Also im Gewerbegebiet gibt es eine Alarmierung, dort findet eine Rauchentwicklung statt und schnellstmöglich dorthin begeben und ja, sollte ein Feuer ausgebrochen sein, bla bla bla. So, erstmal hier diese komische Tür wieder öffnen, dann steigt man hier einmal in unser DLK ein und auf geht's. So, hier Rundumleuchte an Martinshorn. Und dann fahren wir mal los. Mal gucken, wer uns bekleidet. Oh, das könnte sogar der... Ne, der Randy ist das nicht. Der Drehleiter bin ich nicht drin. Nee. Können entweder Ruby oder Alex Norton sein, keine Ahnung, eh noch mal reden. Ah, Alex Norton kenne ich nicht. Und das ist der Kanadier. Ach so, okay. Und Garderol ist ja aber auch dabei, ne? Ja, ja, Garderol. Ich weiß nicht, in welchen Fahrzeugen Garderol noch mit eingesetzt ist. Hast du eigentlich schon das Drehbuch zum nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Wenn ich derzeit nicht in einem Retro-Game gebucht bin, komme ich gern wieder vorbei. Also er hat mich gerade gefragt, ob ich mir schon das Drehbuch zum nächsten Spiel angehört habe. Es hört sich gut an, und wenn er nicht bei einem Retro-Game gebucht ist, dann kommt er gern wieder. Na, das ist doch schön. Das war eine etwas tiefere Stimme. Wer könnte das jetzt gewesen sein? Das könnte lieber Alex sein. Das könnte der sein, weil Garderol und Hubi-Fan war es nicht. Muss man sagen, wie er hier ist. Wenn er das dann irgendwann mal sagt. Ja. So, gut. Sind wir jetzt schon mal hier richtig? Dann düsen wir einmal hier runter. Und schauen mal, was uns so Schönes erwartet. Ob es denn auch eine Rauchentwicklung gibt. Oder nicht, ob es nur eine Rauchentwicklung ist oder ob es. Das war eigentlich deine letzte Rolle. Ich musste zuletzt eine fleischfressende Pflanze namens Chuck spielen. Das war vielleicht ätzend. Jeden also Tag zig Stunden in der Maske. Er musste zuletzt eine fleischfressende Pflanze namens Chuck spielen. Ja, die musste ich auch. So, warte mal. Ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Irgendwo hier. Muss das doch sein. Ja, warte mal. Wir machen erstmal das. Ach, da drüben. Da brennt's. Dann schnell hin. Brennen wieder hier die Müllcontainer. Die Pappen. Ja, bestimmt wird da noch eine Kippe weggeworfen. Ja, ja. So, einmal aussteigen. Dann machen wir mal hier. Können wir gar nicht aufmachen? Doch, hier können wir aufmachen. Hat das Teil eigentlich. Ach ja, einen Löschschlauch haben wir auch. Brauchen wir die große Drehleiter gar nicht. Müssen wir nur noch finden, wo wir das Teil anschließen. Du musst erst eine Wasserversorgung zur Drehleiter aufbauen. Ah, die hat keinen Tank. Okay, dann ist das neu. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, das heißt, wir brauchen einmal... Moment. So, kann ich hier das, den Kasten nicht aufmachen? Na, egal. So, dann brauchen wir einmal diesen... dieses Standrohr. So, dann gucken wir mal. Achso, wir brauchen auch den Schlüssel. Den Schlüssel brauchst du zuerst. Also erst den Schlüssel nehmen, zum
Ja. Für diesen Hydranten laufen, dann den Schlüssel reinstecken, dann das Standrohr. Das ist nur die große Preisfrage, wo der Schlüssel hier ist. Ah, der ist wieder auf der anderen Seite. Nein. Ach, da oben ist er. Da oben ist er. Ja, Unterflurschlüssel, genau. Hier. Okay. Zack, das ist einmal offen. Und dann können wir auch das Standrohr da reinstecken. Standrohr, das klingt irgendwie so komisch, oder? Mal werden wir. Zeig mal dein Standrohr in deinem Drehleiterkorbwagen. Aber man kann ja eigentlich auch mehrere Sachen mitnehmen, oder? Ne, also sagen wir so, Dinger der Kategorie 2, also kann ne, kann ich das jetzt nicht reinstecken? Wenn du das alles im Slot 2 hast, na erstmal musst du den Deckel wegschieben. Hab ich. Und dann, wie gesagt, mit diesem großen, ich hoffe, du hast den großen Schlüssel. Ah. Nicht den kleinen, den du für einen Aufzug brauchst. Ne, ist klar. Aber warte mal, ich muss mich, glaube ich, beeilen. Scheiße! Warte. Ich nehme gleich Feuerlöscher, wenn das hier so weitergeht. Okay, warte mal, vielleicht kann ich ja doch beides gleich mitnehmen. Ah, fuck you. So, komm, gib Gas. Ach so, jetzt steckt der Schlüssel. Ach, den muss ich da fest reinstecken. Den musst du da fest reinstecken. Gott, oh Gott, oh Gott. So, und jetzt das Teil draufstöpseln und dann noch Schläuche holen und. Ach Gott, oh Gott. Zack, das Teil hier drauf. Immer mit der Ruhe, mit Barney ging noch nie was. So, dann wieder zurückrennen. Ich hätte vielleicht doch weiter hinten parken sollen. Das mache ich jetzt gleich mal. Warte mal, hier noch einen Meter zurückfahren und. Vollgas. Anhalten, aussteigen. Okay. Und jetzt brauchen wir erstmal einen normalen Schlauch. Den stöpseln wir einmal hier an das Standrohr an. So, hier verlegen. Dann hier ins Feuerwehrauto rein. Und den Nippel dran. Das, den C-Schlauch. Und an den anderen Nippel dran. Und jetzt können wir, glaube ich, löschen. Können wir jetzt schon löschen? Wenn du Wasserversorgung ja, aufgebaut hast. Ja, es kommt Wasser. Ja, dann wunderbar. Das sieht gut aus. Gerafft. So, eine Minute noch. Schaffe ich. Muss passen. So. Florian 7 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Oh, Einsatz erfolgreich beendet. Melde den Einsatz ab. Nice. So, müssen wir erstmal hier unseren ganzen Krempel wieder einpacken. Das war manchmal größer wie der Brand, weißt du? Ja, ja. Also jetzt in dem Fall war es gerade so. Ich hätte wahrscheinlich doch den Feuerlöscher probieren können. Aber ich habe das hier noch nie probiert mit diesen Schläuchen. Deswegen war das ganz mal ganz interessant. Warte mal. Schläuche könnte man doch aber... okay. Was mich nur gerade wundert. Ja. Man muss da immer gar nicht wieder erst zurückrennen, das ins Auto packen. Man kann das auch gleich so aus der Konsole löschen. Wie? Genau. Nein, wenn du Mausrad klickst, zeigt sie ja oben diese 4 Slots an. Richtig. Und wenn du dann mit linker Maustaste drauf klickst, ist es gleich weg. Nö, dann hält das nur noch. Was dann hält? Ja, dann nimmt er das bloß runter. Also du kannst gerne nochmal auf den Slot drauf zugreifen. Dann die Slots sind leer. Also normalerweise müsst ihr das ja aufsammeln, wieder hingehen, auf das Ding im Wagen gucken, E klicken, dass es dann ablegt. Ah, okay. Aber wäre natürlich trotzdem nicht verkehrt, wenn du das Ganze, was du da im Hydranten aufgebaut hast. Das habe ich alles mitgenommen, das habe ich alles wieder abgebaut. Ja, schön. Ich fahre noch gerade im Kreis. Weil sonst kannst du nämlich, wenn nämlich noch irgendwas draußen ist, kannst du nicht im Feuer ins Auto einsteigen. Das sagt dir dann, du müsst alles abbauen, bevor du da weitermachst. Also ich fahre schon wieder, von daher müsste es ja geklappt haben. Richtig. So, okay, gehen wir wieder in die Innenansicht. So. Und warten wir auf den nächsten Einsatz. Muss erstmal zurückdüsen. Ja, hast du. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei dem Spiel, was wahrscheinlich ein bisschen buggy ist? Ist bei dir mal irgendwie die Energieanzeige zurückgegangen? Das funktioniert nur im freien Spiel. Schwachsinn geträumt. Das ist in der Kampagne extra. Sache, mach mal einen Spiel. Geh ich mal davon aus. Und dann steht da ach ein so. Mit riesigen Augen und Feuerhelm auf dem Im freien Spiel startest du nur mit der Hälfte der Energie und musst diese aufbauen.
Ach so, und das musst du in der Kampagne gar nicht machen, weil das hat mich gewundert, weil im letzten Teil bei 2013 war das noch der Fall. Ja, weiß ich. Beim Bergfeuer, ja, da war das ja. Genau. Ja, nee, das funktioniert ja bloß im freien Spiel. Habt ihr so gewollt oder nicht? Hab ich andere gar nicht gefragt. Was ich ein bisschen schade finde auch, ist, dass man nicht angezeigt bekommt, so ein kleiner XP-Balken. Der hätte mir noch ganz gut gefallen, so dass man so nach jedem Einsatz so sieht, so und so viel XP wieder dazu bekommen, weißt du? Und du bekommst ja keine XP. Du steigst ja nach der Mission, steigst du ja mal auf. Da bekommst du ja deine genau. Ränge und die werden dir aber auch angezeigt. Genau, das wird immer zur Einsatzbesprechung, genau. Genau. Weil ansonsten gibt's halt das klassische Leveling nicht mehr. Ja. Ach, ich finde das immer, ich stehe halt auf dieses klassische Leveling, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, das ist halt so casual-mäßig. So, wir haben es jetzt gleich 17 Uhr und ich war gerade tanken. Nur mal so zur Info, weil Randy sieht natürlich nicht, was ich gerade mache, ne? Das muss man auch dazu sagen. Das ist richtig, weil der Tino möchte sich ja im Spiel mit einblenden. Oh, Einsatzbefehl. Da kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Starke Rauchentwicklung Entwicklung im Brunsdorf. Kommt halt zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge halt zurück. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. So, Einsatz angenommen, auf geht's. Blaulicht an. Martinshorn an. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Na, geht der Peter. Und nicht umfallen. Nee, was ich am lustigsten finde, ist eigentlich, dass das der RTW, der Rettungswagen, dass das eigentlich das langsamste Fahrzeug von allen ist. Von den Krankenwagen? Ja. Hat mich auch gewundert. Okay. Schafft so gerade mal über 100 und der normale TLW, der schafft so knapp 130. Und selbst der Drehleiterwagen schafft mehr wie 110. Okay. So. Wo brennt's? Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Weißt du zum Beispiel, ob man die Karte vergrößern kann, die unten links mit, ist? Mit Numpad Plus und Numpad Minus kannst du rein und raus. Hey, cool, hab ich das auch mal rausgefunden. Denk dran, dass es nicht irgendwie eine Aufnahmetaste ist. Nee, ist keine Aufnahmetaste. So, super, weil ich konnte bis jetzt immer nur raten, wo das Feuer ist. Naja. Manchmal ist es vielleicht doch besser, wenn man sich jemand einlädt. Oder einfach das Handbuch liest. Nur gibt's ja kein. Ach, da hinten brennt es. Das ist ja mickrig. Das wird ja eine Feuerlöscheraktion hier. Naja, du bist halt zu schnell da, ne? Meinst du, ich bin zu schnell? Ich muss mir mehr Zeit lassen. Genau. Dass ich das Feuer gescheit ausbreiten kann. Gar keine Chance, sein Potenzial zu entwickeln, wenn du so schnell bist. Ja, das stimmt allerdings. So. Das ist aber so für die dann immer so viel rumtrödeln. Die haben immer einen Nachteil, weil das dann sich so schnell ausbreitet. Ja, das stimmt allerdings. So, da hinten brennt es noch ein bisschen. Komm, hau rein. Ach, da oben die Kiste brennt noch. Siehst du, hab ich gar nicht gesehen. Und das war's schon wieder. Erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Naja, können wir wenigstens gleich den Feuerlöscher auf der Wache austauschen. Weil der sollte natürlich immer gefüllt sein, ne? Ist mal ganz klar. So, okay. Blaulicht aus. Oh, jetzt habe ich die Tür aufgelassen an der Seite. Soll ich lieber nochmal anhalten? Ja, weil dann bekommst du in-game die Meldung, wenn die Rolltür nicht richtig. Boah, zuckt der Hügel bis drum, hat er eine Macke. So, warte mal. Einmal zumachen. Und vor allen Dingen ist jetzt auch so ein Warnton. Das finde ich auch cool, so ein Piepton, weißt du? So wie wenn du bei den neueren Autos oder generell jetzt so bei den Autos die Türen auflässt, so bim. Ja, ja. Bim. Ich hätte erst gedacht, dass der Ölstand oder irgendwas, wie ich dachte, scheiße. Ich hatte irgendwie eine Mission, die erst später kommt, die erst später kriegst, hatte ich auch die Türen unten aufgelassen. Das hat auch die ganze Zeit, ich denke, oh nö, gerade jetzt ist Motoröl, warum denn das? Und hab ich halt unten einfach bloß das Ding aufgelassen. Aber warst du mal in der Situation, dass Batterie oder Motoröl? Batterie geht alle, wenn du über Nacht das Licht anlässt. Ah, okay. Also über Schlafen und alles halt. Ja. Motoröl ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ne, weiß ich ja nicht, wie man das schafft, um ehrlich zu sein. Okay. Weil das hatte ich auch noch gar nicht. Aber Batterie, gut, das könnte ich mir fast denken, wenn du das anlässt und das Fahrzeug aus ist, dass das dann die Batterie beansprucht. Aber ja gut, muss man jetzt nicht ausprobieren. Batterie haben wir ja alle schon ein- und ausgebaut. Gerade bei den Wildunfällen, wenn man die Leute aus dem Fahrzeug schneiden muss. Da muss man ja mal die Batterie dann noch abklemmen. Sicher, ne? So. Gut, schön langsam machen, weil Umfallen ist ungesund, habe ich gehört. Und dann sind wir schon wieder an der Feuerwache.
Und es ist 20 Uhr. Gute Zeit zum Pennen gehen. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ich muss sagen, was mir auch richtig gut gefällt, ist die Handbremse. Man kann echt krasse Drifts hinlegen. Und diese Rauchschwaden. Da beschwerst du dich, wenn du umkippst. Und die Rauchschwaden, da hättest du mal sehen sollen, müsste, wie ich mit meinem RTW immer ins Krankenhaus reingeschossen bin. Es ging immer zack, 180 Grad Drehung und dann stand ich wieder in Fahrtrichtung. Konnte ich gleich wieder rausfahren. Ach komm, hier sind wir nicht so geizig mit dem Strom der Steuerzahler. Machen wir erstmal das Licht an. So. Und gehen erstmal pennen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht noch ein Einsatz hier gleich reinkommt. Ach, hier diese alte Schlampe, die hier rumläuft, das ist ja auch eine, oder? Ja, ja, die hier. Was die einen immer voll quatschen, das ist ja Wahnsinn. Wo ich auch ein bisschen überlegt habe, anfangs war diese. Mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, bin ich auch sehr dankbar darüber. Und zwar gibt es ja diese Rutschen. Gell? Also, wo du an der Stange runterrutschen kannst. Einsatzbefehl. Oh, Einsatzbefehl. Brunsdorf, eine Alarmierung. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Ja, leichte Rauchentwicklung wieder. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen okay. Sein. Ja. Und zwar, diese Klappen gehen ja erst auf, wenn. Ah, ich hätte natürlich auch rutschen können. Die Klappen gehen ja natürlich erst auf, wenn man quasi den Einsatzbefehl hat, ne? Das klingt übel. Richtig, die gehen erst auf, wenn Einsatz da ist. Sonst sind die verschlossen. So. Da gibt es 2 Stück, immer im Gemeinschaftsraum und immer hinten in der Küche. Genau. So, wo müssen wir hin? Auch wieder, achso, nach Brunsdorf ja wieder. Achso, und das Licht anmachen, ganz wichtig. Ist nämlich schon dunkel. So, fahren wir das Ganze doch mal in der Innenansicht wieder. Fährst du eigentlich lieber Innenansicht oder so außen? Ich fahre eigentlich immer innen wegen den NPCs. Halt. Okay. Genau, dass man bestimmt das Gelaber hört, ne? Genau. Da der Aufwand hier umsonst gewesen. Das stimmt allerdings. Ich weiß ja nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob du es in deinem Part schon erzählt hast, aber die Zuschauer interessiert sowas ja vielleicht immer. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt, sage ich mal, audiotechnisch bei so einem Spiel mitwirkt, quasi, indem man halt, also du nimmst dann quasi irgendwie Texte auf und schickst die dann ein, oder? Naja, ich habe halt das Ding dazu bekommen. Ich habe letztens. Also, sprich, ob ich es hochladen möchte. Ich komme auf die Wache. Quatsch, ob ich den mit dran teilnehmen möchte. Und habe ich damals logischerweise gesagt, no, warum nicht? Und ja, ich habe halt die Texte, die sprichst du dann halt ein. Dann wird das Ganze halt nochmal ein bisschen bearbeitet, blablabla, dass sich das dann in-game ordentlich anhört. Ja, und dann passt das eigentlich. Ja. Okay. Aber du musstest jetzt nicht erst ins Entwicklerstudio oder so, sondern. Nö, das ging gleich alles von daheim aus. Wow, hier ist gerade was explodiert. Das hat einen Rumser gegeben gerade, warte mal. Jetzt muss ich mal hier um die Ecke gucken, weil ich sehe nämlich hier kein Feuer aktuell. Eieiei, andere Seite. Okay, müssen wir gucken, ob wir da reinfahren können. Geht aber weg hier mit deiner Karre. Was ich manchmal ganz lustig und amüsant finde, sind die Autofarben. So mal ein ganz dezentes Pink im Porsche. Hat man ja immer mal, ne? Ja, richtig. So, warte, das ist jetzt hier. Müsste das, wenn ich jetzt hier reinfahre, müsste ich da doch. Komme ich da auch nicht hin, okay? Ach doch, hier rum. Stehen bleiben. Und hier geht's noch lang. Hä? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Da ist rechts und links eine Mauer. Das heißt, ich werde wohl das Drehleiterfahrzeug benutzen müssen. Oder du schlägst die Türe mit der Axt ein, wenn es da irgendwo was gibt. Auch dieses wäre eine Möglichkeit. Moment, die Axt. Mach mal hier Licht an. Lampe, Licht. So. Axt, 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 Axt. Da ist die Axt. Ja, doch. Und genau, das ist eine Holztür hier. Und 1, 2, 3 und Tür ist offen. Axt wieder rein. So, Hütchen wieder rein. Und dann müsste ich ja wieder diesen Hydranten hinsetzen. Brauche ich erstmal wieder den Schlüssel. Oder warte mal, wie groß war das Feuer jetzt? Mit Feuerlöcher. Ah, das kriege ich mit Feuerlöcher. Da bin ich Profi wie Sau. So.
du eigentlich die Atemschutzmaske benutzen müssen im Laufe des Spiels? Ja, logisch. Wenn du dann irgendwann mal in Brände in Häuser reingehen musst, die brennen, dann wäre es schon sinnvoll, wenn du das Ding verwendest. Ja, das stimmt allerdings. Wenn man ins Haus rein muss, dann ist klar. Würdest du ja im echten Leben nicht anders machen, ne? Nee, das ist, glaube ich, ungesund für die Lunge und so. Könnte schädlicher sein wie Rauchen. Dauert nicht ganz so lange. So, gut. Meine Güte, was hier alles brennt. Ist ja nicht normal. So, hier drüben das noch löschen und dann haben wir es doch schon. Hoffentlich reicht der Feuerlöscher. Oh, das sieht gut aus. Hier brennt noch ein kleiner Kanister. Oh. Wir warten jetzt. Ist da alles aus? Er meldet ja wahrscheinlich gar nicht automatisch ab, den Einsatz hier. Ich muss hier irgendwo noch den Rauchmelder betätigen. Ne, da wird es noch nicht ganz aus sein. Oder kam es an, der Rauchmelder hat was gemeldet? Oder? Ja, ah, hier brennt ein Eimer. Ja, ist auch schon. Florian 7 jetzt. An Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Ah, ja. Einsatz erfolgreich beendet und wir melden den Einsatz ab. So, jetzt sind wir natürlich schon den weiten Weg gelaufen. Das können wir schon mal zumachen. Feuerlöscher wieder verstauen. Oh. Und dann einmal hier rückwärts rausschießen. Und zurück zur Wache, würde ich sagen. 2 Uhr ist es schon. Schicht fast geschafft, Mensch. Immer am sinnvollsten ist es wirklich immer um 4 Uhr ins Test zu gehen, weil dann schläft er bis um 8 Uhr, weil es geht immer 4 Stunden so eine Schlafschicht. Ja, ja. Also so Schlafrhythmus. Und da hast du dann gleich Ruhe. Aha. Aber es kann ja sein, dass trotzdem nochmal ein Einsatz so zwischendrin reinkommt, oder? Das kann natürlich auch sein, aber meistens halt nicht. Und wenn du meistens halt länger wartest, kann es sein, dass es, keine Ahnung, eine halbe Stunde vor Schichtende dir noch einen Einsatz reingedrückt bekommst und dann musst du länger wie um 8 Uhr machen. Ja, klar. Dann, und ich glaube, ab um 10 meldet er dann automatisch an Ort und Stelle ab, ne? Also, wenn genau. Der Einsatz vorbei ist. Genau, genau. Nee, um 12 Uhr. Um 12? Nee, okay. um 12 Uhr. Also, wenn du länger, dann dementsprechend wie um 12 Uhr machst. Ah, die Genie. Und die Genie ist da. Hallo, Genie. Guck mal, ich fahr gerade Feuerwehr mit dem Randy. Und du bist gerade auch live. Also live nicht, aber in der Aufnahme. Im Bild. Da ist das Bild. Du stehst bestimmt nicht im Bild. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Das ist immer schön, ne? Jedes Mal, wie meine Freundin so in die Aufnahme kommt, bist schon Teil des Let's Play-Kanals, Maus. Also ohne dich wäre das Ganze hier schon langweilig. Weil du die Essensbringerin bist. Aber es gibt heute wieder mal nur Salat, wie ich sehe. Gar nichts mit Eiweiß oder Fleisch oder sonstiges. Nicht. Okay, dann nicht. So. Genie sollte ihren eigenen Kanal kennen. Der Genie, ja, habe ich ja auch schon gesagt, dass du den YouTube-Kanal, dass du einen YouTube-Kanal gründen sollst. Hast du es gehört? Nee, keine Absicht. Ich habe noch ein richtiges Leben. Ja, weiß auch nicht, wer dann sauber macht und essen. Ja, kommt drauf an, wie gut dein YouTube-Kanal läuft. Vielleicht kann das dann die Haushälterin machen. Pass doch auf, wo du hinläufst. So, gut. Hallo. So. Das Schönste ist dann immer, wenn während der Aufnahme, ne, meine Freundin weiß genau, ich nehme auf, die weiß, ich nehme mit Facecam auf und dann steht die neben mir und guckt mich so an und will irgendwas wissen. Und bei mir geht es dann so langsam so, sieht man hier, wie es... geht. Die Pulsader, die kommt immer weiter raus. Oh, 7.35 Uhr bin ich. Bis jetzt bei, kann ich die Schicht abmelden. Genau. Ich bin da auf, mir in der Nase zu probieren. Ja, in der Aufnahme, das ist ja wohl ekel. Warte mal kurz, ich bin gleich fertig, so wie es aussieht. Hier, mit dem Randy. So. Das Erfolgsrezept von Tino. Frauen in Bild. Achso, scheiße, falsche Richtung. So, 8 Minuten noch. Was denn eigentlich, wenn ich früher ausstech? Geht gar nicht. Ach, geht gar nicht. 3 Minuten, 2 Minuten, das wäre absurd, wenn jetzt noch eins kommt. Und 8 Uhr und 8 Uhr 1 und jetzt können wir gehen. Du hast deine Schicht erfolgreich beendet. E drücken. Nice. So. Und das ohne Zwischenfälle mal total problemlos mit dem Drehleiterkorb. Oh, da kommt ein Einsatz, Randy.
Ja, ich weiß. Da kommt schon wieder ein Einsatz. Tja. Da können wir nichts machen, Freunde. Hammer wird auch noch was vor uns. Gene, hör auf. Nee, das ist eine ganze Mission, ne? Die jetzt kommt. Aha, okay. Gene, hört mal auf, mein Mikro jetzt hier rumzustellen. Das kann ja nicht. Gene, ich nehme noch auf. Kannst du jetzt bitte aufhören? Die ganze Mission kommt. Warte mal, jetzt hier, das ist Einsatzkräfte Bahnübergang, Zufahrtsstraße Meiersfeld zum Brunsdorfer Wald, kam Zusammenstoß mit einem Güterzug. Ach, du kriegst du noch. Ich bin nackt, ich bin in der Dusche gerade. Wie scheiße ist das denn? Muss ich jetzt was anziehen? Nee, oder? Ja, müsst du. Ernsthaft? Wo denn? Ja, find's raus. Na, unten. Renn, geh einfach mal nach vorne. So, ja, das dauert dann doch noch ein Stück, Maus. Und der jetzt? Einsatz dauert jetzt 10-15 Minuten. Und jetzt? Geh mal zu deinen Kollegen, die lachen sich aus. Komm, sag mal, ich muss 2 Minuten dort sein. Ich will's. Wir wollen hier nicht. Aber bei den Spinden kann ich nichts nehmen. Naja, weil die Klamotten nur nicht unten sind. Oh nein, du bist ein Arsch. Jetzt bin ich wieder der Letzte, der dort ist. Die sind oben in meinem Zimmer, oder was? Die sind gerade, du kannst aus der Dusche eh mal rausgehen, dann kommst du in den Waschbecken, dann kannst du nochmal rausgehen und da hast du es. Alles klar. Boah, scheiße, hier sind die Zimmer, wo waren jetzt die Duschen? Nach hier vorne. Duschen. Zack. Ach, hier. Okay, ich habe Feuerwehrkleidung an, nice. So, zack, zack, zack. Und flipp runter. Dann alle sind schon weg, außer ich. Oh Mann, ey. Peinlich, peinlich. Was habe ich für ein Fahrzeug? Das hast du am Anfang eigentlich hören müssen. Gibt eigentlich nur noch ein großes, was irgendwie da steht. Das sind, glaube ich, die TLFs oder das HLF. Ah, ich habe den 3. Oh, da hast du mich als Spreiber. Okay, na dann switchen wir mal nach drinnen. Gucken, was uns der Randy so zu sagen hat bei dem Einsatz. Wie siehst du überhaupt aus? Oh, unrasiert. Nein, 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 Randy. Mit dem 3-Tage-Bart. Schlimm, schlimm, schlimm. So, bremsen, 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 bremsen. Und rum ums Körbchen. Hast du eigentlich mitbekommen, was der Börse wieder für ein Mist gemacht hat? Ich stand die Tage mit dem an der Kasse. Da hingen diese völlig großerfarbenen Zauberwürfel. Naja, was soll ich sagen? Er nimmt sich einen aus dem Regal, schaut ihn sich an und rafft absolut nicht, wo der Witz dabei ist. Dann fragt er die Kassiererin noch ernsthaft, was diese Würfel sollen. Du hast gerade mit mir gelabert, mit irgendwelchen pinken Würfeln. Ja, ja, da sie deine pinken Würfel von der anderen Kasse. Ah, und hier von... Oh, 18 Sekunden, Alter! Das schaffst du nicht mehr. Ich muss nur noch um die Kurve rum. Komm, gib Gummi, Junge! Bitte, 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 bitte. 7, 6, 5, komm, ich seh's schon! 3, oh, 8 Minuten! Boah, jetzt bin ich ins Polizeiauto gecrashed aus Versehen. Geh weg! Ach du grüne Neune, was ist denn hier los? Denk dran, der Florian 3 hat vorne so eine Wasserspritze dran. Die mit R, also wenn die durch den Fahrzeug kreist, jetzt kannst du die mit R aktivieren. Ja. Dann mit F8 kannst du da hinschalten, dann kannst du mit diesem Turbostrahler da löschen. Mach ich gleich. Und wie Steuer stehen? Mit einer Pfeiltaste. Runter, links, rechts. Okay, mach ich jetzt erstmal hier mit dem Turbostrahler. Ich stehe etwas ungünstig. Erstmal den Zug hier löschen. Turbolöscher! Turbolöscher! Gott, ey, ich war wieder so aufgeschmissen gewesen hier. Ja, da auch, hör auf zu heulen. Ich meine, ich finde es ja schön, dass die hier ein bisschen mitlöschen, aber im Endeffekt so richtig was gelöscht kriegen die auch nicht, oder? Hilfe! Hey! Befreie nun die eingeschlossene Person. Aber hier brennt doch noch was. Okay. Befreie die eingeschlossene Person. Okay. Ja, wartet. Mache ich gleich. Zack. Und zack. Brauche ich ja bestimmt die Schere. Wo ist die Schere? Wo ist die Schere? Wo ist die Schere? Schere, Schere, Schere. Oh, ich habe keine Schere. Hä? Hilfe!
Tatsache. Das kann nicht sein, dass ich keine Schere habe. Wieso denn das? Aber warte mal, hier ist eine Schere bestimmt. Ah, die kann ich. Ich kann ja auch aus dem anderen Fahrzeugen das nehmen. Wusste ich gar nicht. Hilfe! Ja, doch. Bin doch schon da. So, einmal A-Säule, dann nochmal B-Säule. Hallo. Hä? Hier drüben! Jetzt. Knips, knaps. Ob er es jetzt mal hinkriegt? Jetzt. Oh, andere Seite noch aufschnibbeln. Stresssituation pur hier. So. Hier drüben. Und jetzt können wir die Person rausnehmen. Wo steht hier der RTW? Ach, da hinten. Und... Nee, das ist er nicht. Einsatzleitung. Wo steht denn hier der RTW? Hä? Ach, da. RTW steht dort. Wie erkennst du eigentlich die Leute? Ach, da. Und rein da mit dir. Rein. Wieso geht der... Hä? Kann ich nicht in den... an die Notarztleute dort. Ach so, ja. Der Fahrer setzt in Sicherheit, löscht den brennenden Zug und die verstreut liegenden Güter. Okay. Dann muss ich jetzt doch mal meinen Schlauch rausholen. Jupp. Na komm, nimm doch mal den Schlauch jetzt ab. Ja, doch. Kannst natürlich auch mit das Fahrzeug ein bisschen anders hinstellen mit den Turbospritzer. Das halt, machen sie auch kein Problem. Ja, das ist richtig. Erstmal die Rettungsschere wieder weg. Ach ja, jetzt war hier hinten, genau. Einmal hier anschließen. So. Jetzt wird der Zug gelöscht. Alles wird gelöscht jetzt. So. Das ist schon mal aus. Das ist auch aus. Hier haben wir noch ein paar Kisten. Die sind auch schon aus. Hier brennt noch ein bisschen der Zug. Auch schon aus. Geht ja wunderbar, Mensch. Wo ich ein bisschen zu tun hatte, muss ich ehrlich sagen, bei dieser Feuer wird erfolgreich bekämpfen, weitere Schaden zu vermeiden. Muss noch die Autobatterie und den passenden Schraubenschlüssel aus dem Fahrzeug entfernt werden. Oh mein Gott, welche logische Reihenfolge hier. So, dann das einmal wieder weg. Na. Achso, erst abklemmen. Jo. Zack. Und. Zack. Und. Schraubenschlüssel. Zack, und einmal zum Fahrzeug und dann müssten wir es ja, glaube ich, geschafft haben. So, Batterie, raus mit dir. Palim, palim. Und du hast alle deine Aufgaben gewissenhaft erlegt und einen größeren Schaden verhindert. Der Einsatz kann hiermit abgemeldet werden. Vielen Dank. Na, das waren 5 Minuten. Das ging schnell. Spielstand wurde gespeichert. Du hast im letzten Einsatz wieder hervorragende Leistung gezeigt. Hauptfeuerwehrmann! Dafür befördere ich dich zum Hauptfeuerwehrmann. Nur weiter so. Ich teile dir heute das Wechselladerfahrzeug Florian 8 zu. Oh nein, nicht den Wechsellader. Im Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja so ganz gut in Schuss aus. Oh, oh, den Wechsellader. Ich hoffe, ich hasse den Wechsellader. Seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann, aber die Arbeit. Und passt auf euch auf. Jawohl, so. Gut. Na gut, dann... Würde ich sagen, hier beenden wir den Part erstmal an dieser Stelle. Wir sind wieder befördert worden, haben einen tollen Einsatz hinter uns gebracht. Danke, Randy, dass du mit dabei warst in diesem Part. Und ja, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder morgen. Bewertet das Video mit dem Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, in diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Tschüss.